Also optisch ist es ein Daumen wert. So, Rückblick auf die Aufstiegsrouten. Seht ihr, der Weg läuft immer oben unten entlang. Servus und herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr habt es bestimmt schon gesehen, hinter mir brutales Panorama. Der Hochkalterstock. Ich stehe hier an der Schertenspitze, habe aber jetzt nicht die ganz wahrscheinlich normal klassische Tour gemacht. Von der Blaueishütte, die da hinten unten drin liegt, aufgestiegen, sondern ich bin von Ramsau über die Eisbodenscharte auf. Und wenn ihr wissen wollt, wie einfach oder wie schwer die Tour ist und ob man die auch gut im Herbst machen kann, dann bleibt es jetzt dran. Ich sag guten Morgen. Ich stehe am Parkplatz Neuhausenbrücken in Ramsau. Seht ihr hinter mir. Und genau, heute geht's auf die Schertenspitze, aber nicht einfach nur rauf, sondern eine Überschreitung. Und das ist wahrscheinlich die Tour, die kennen die wenigsten direkt von Ramsau, aber die meisten gehen wahrscheinlich vom Hintersee über das Blaueis auf. So, und jetzt starten wir. Genau, nochmal Ramsau. Ich bin da an dem Haus Augenbichel, steckt da, bin hier vorbei. Und ja, jetzt geht es erstmal auf der Vorstraße weiter in den Wald rein. Und dann geht es weiter zur Eckaualm. Also es gibt mehrere Möglichkeiten da rauf. Entweder durch die kleinen Wegerl oder halt über die Vorstraße. Die kürzen halt sauber ab. Die nehme ich praktisch. So, und da sind wir dann wieder auf der Vorstraße, die wir vorher immer durch die kleinen Wege praktisch umgangen oder abkürzt ist. Bis daher habe ich eine halbe Stunde gebraucht und bin gleich so 2 Kilometer gegangen. Das Gang jetzt, ging nur am Anfang relativ steil auf, aber sonst geht es eigentlich echt entspannt dahin. Da steht es, Schertenspitze über Eisbodenscharten. Bis daher muss man sagen, überhaupt gar keine Schwierigkeit, einfach Vorstraße, außer die kleinen Pfade, die ich vorher gegangen bin. Mittlerweile kann man schon den einen oder anderen Ausblick aufs Tagesziel genießen. Auf ca. 1350 macht dann der Wald erstmal kurz ein bisschen auf und es geht relativ steil über den Schotter auf. So, hinter mir seht ihr die Hochalm. Bisher habe ich ca. 1,5 Stunden gebracht. Auf der anderen Seite brutales Panorama. Dahinter den Baum, da hat man schon die Eisbodenscharte sehen. Und für mich geht es jetzt da weiter. Man sieht hier schon, ist der nächste Wegweiser und dann da oben auf. Blick zurück auf die Aufstiegsrouten. Also je näher man dann der Eisbodenscharten kommt, umso steiler wird das Gelände. Dafür wird man mit einem brutalen Bergpanorama belohnt. Und ja, ich habe es ja hier markiert, da geht es jetzt weiter auf.
So, bin jetzt 2 Stunden unterwegs. Hier nochmal Blick auf die Aufstiegsrouten. Nein, der schlängelt sich halt da durch. Hier ist halt brutal heiß. Da brennt jetzt gerade die Sonne voll hin. Und dann auf knapp kurz unter 1900 genau wird dann das Gelände endgültig stornig. Und man sieht, das ist recht gut durchmarkiert. Und da geht es jetzt mal da um. Und dann sind wir eh schon gleich beim Einstieg. So, gut markiert. Geht's da hin. Das Gelände wird halt ein wenig anspruchsvoller. Im Endeffekt ist es nicht schwer. Und ja, halt mal steil ist. Aber das ist klar, irgendwo muss es ja aufgehen. Also optisch ist das ein Daumen wert. Das ist echt brutal hier. Für alle, die zuschauen, die mich noch nicht abonniert haben, wenn euch das gefällt, Abo-Button drücken, Glocken ummachen, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Dann würde mich freuen, sag schon mal merci. Und man sieht ja nach wie vor alles gut markiert. Bis der Aufwärts jetzt noch gehe und da werde ich mir dann mal einen Helm anziehen. Sicher ist sicher, weil ich bin ja solo unterwegs. Nach 2 Stunden und 20 Minuten steht dann praktisch am Einstieg. Das schaut da so aus. Genau, und da packen wir es jetzt mal gemütlich ein. Hier schon, da kommt jemand noch oben. Schauen wir mal. Aus. Ja, so schaut das dann der Eisbodenschatten aus. Hinter mir seht ihr eine Aufstiegsrouten. Ja, teilweise versichert. Geht's jetzt da um. Und gefreut habe ich mich, weil ich wurde wieder erkannt. Grüße gehen aus an Christian. Sau cooles Radschall haben wir gehabt. Grüß euch! So, nochmal hier der Ausstieg bzw. Einstieg zur Eisbodenschatten. Ja, Hintersee sieht man schon in der Ferne. Schöner Fleck gegenüber der Rotpfeifen. Und dahinter versteckt sich der Hochkalter. So, für mich geht es jetzt da weiter. Ja, nochmal Zurückblick. Unterhalb der 60 Markierung läuft jetzt der Normalweg. Wir sind hier praktisch auf den Grat auf. Pfeift es ein wenig. Die etwas anspruchsvollere Route, wer sagt, ich schaue es einfach mal erstmal da hoch. Und sonst kann man da unten in einem recht leichten Gelände umqueren.
So, das war eh nur ein kurzes Stückchen, weil dann ist man sofort wieder auf dem Normalweg. Ja, hier kann man es halt machen, wie man will. Entweder immer auf dem normalen Weg oder direkt oben am Grat. Also jeder so wie er möchte. Man sieht, der Weg schwingt da eh immer hin und her. So, Rückblick auf die Aufstiegsrouten. Ich sehe da, der Weg läuft immer oben unten entlang. Ich bin jetzt meiste Zeit oben direkt gegangen, es geht gut. Hinten sieht man schon, oder sieht man Richtung Blaueisgletscher. Und jetzt mittlerweile sieht man gerade das Gipfel vom Hochkalter. So, ich denke noch 10 Minuten, dann habe ich es eh geschafft. So, an sich ist das direkt da oben an der Abbruchkante jetzt alles nicht wirklich schwer. Also, es ist halt auf der einen Seite ausgesetzt. Wenn wir mal wieder haben wir halt, muss man hier lange, aber geht gut alles. So, jetzt halt von Ramsau auf die Schertenspitz. Das Gipfelkreuz liegt hinter mir. Habe ich knappe 3 Stunden gebraucht. Traumwetter, also wirklich brutale Aussicht. Ich zeige es euch. Drüben das Gipfelkreuz vom Storberg, da unten der Hintersee. Schöner Fleck, Otpalfen, Hochkalter, nochmal ein wenig Schnee. Dann drüben der Watzmann, da hinten der Göll, Hundstod und ganz hinten
die Schönfeldspitze. Die ganzen Touren zu den Gipfeln findest du auf meinem Kanal. Du kannst einfach mal durchschauen. Ich werde es bestimmt fündig. So, und ich werde jetzt eine kurze Pause machen. Und dann geht's praktisch runter Richtung Blaueishütten. Nochmal Blick zurück zum Gipfelkreuz. Und man kann da schon wunderbar in die Abstiegsrouten runterschauen. Da sind eh jetzt vier Leute drin. Genau da hinten ist die Schatten. Und ja, jetzt geht's da runter. Den werde ich jetzt auch noch filmen, weil es eine Überschreitung ist. Die meisten kennen eh den Hochweg. Da auf, hier gibt es auch ein Video auf meinem Kanal. Könnt ihr euch auch anschauen. So, und dann packen wir es. Man sieht das ja da, es geht erstmal wirklich total unschwierig. Da runter, zwei, drei seilversicherte Stellen kommen noch. Da unten das Hauptproblem bei dem Abstieg ist immer der ganze Schoder, also das lose Zeug, was da miteinander flackt. Gerade wenn da viel los ist. Aber wenn die Hütten unten zu hat, ist hier tatsächlich nichts mehr abzukriegen. Da sind immer wieder so ein paar untere Ohrenseilstellen drin. Gingen recht gut. Genau, und jetzt sieht man wunderbar auf die Blaueishütten runter. Da sind wir eh gleich unten. So, nochmal Rückblick. Da durch den Riss geht es auf hier auf den Gipfel. Da oben habe ich jetzt 20 Minuten, nicht einmal, also eher 15 Minuten gebracht. Helm ist auch weg. So, und jetzt ist das eigentlich hier wieder Gehgelände bis zu Blaueishütten und dann haben wir es eh gleich. So, genau, bis zu der Kreuzung habe ich jetzt gesamt 3 Stunden 30 gebraucht. Da sieht man nochmal die Schatten. Ein Gipfel und da geht es zum Hochkalter, wo ein schöner Fleck geht, den sieht man da oben. Das Video verlinke ich zum Hochkalter und wenn ich jetzt ein Stück vorgehe, gleich da unten, ist die Abzweigung zum Steinberg, das ist der da oben. Da gibt es auch ein Video, verlinke ich auch nochmal da oben und da sieht man schon wunderbar auf die Blaueishütten runter. So, je weiter man jetzt runterkommt, umso besser werden praktisch die Wegbeschaffenheiten. Und das ist jetzt hier schon der Zustieg zur Blaueishütte. Da sieht man Stufen eingeschlagen. Der schlängelt sich jetzt praktisch an der Wand runter und unten ist dann eh schon wieder Forststraße.
ca. 3 Stunden 50 unterwegs. Erreiche ich jetzt die Schulter zur Blaueshütte. Und von da an, wenn man jetzt nicht noch irgendwelche kleine Wege geht, was ich bestimmt noch machen werde, ist alles jetzt eher Vorstraße. Ja genau, da oben bin ich rausgekommen. Da kommt man von der Schertenalm runter. Da geht es zum Hintersee und ich nehme jetzt den Weg Richtung Ramsau. Ob die wohl daherkehren? Ich glaube es nicht. So, letztendlich ist es ein riesen Hartstand da um mich. Leicht fallend, also der ist jetzt nicht wirklich steil. Ein, zwei steile Stellen sind wir drin. Dann kommt man zum Pfeifenmacher Parkplatz. Und jetzt muss ich halt noch ein Stück nach Ramsau reinlaufen. Denken wir noch mal so eine Viertelstunde oder so. 20 Minuten, Viertelstunde und dann sollte ich wieder am Auto sein. So, ihr seht ja, ich bin beim Auto wieder angekommen. Da ging es praktisch rum. Hinter dem Auto sieht man noch mal einen Storberg. Jetzt gibt es die Zusammenfassung der Tour. Heute habt ihr mal eine Mittelschmere-Tour gesehen. Das war jetzt keine schwere Tour wie die letzten Touren auf meinem Kanal, sondern eher mittelschwere. Eine super Tour für den Herbst, gut geeignet. Wenn man so umgeht wie ich, ist man glaube ich einsamer unterwegs, weil auf der Rückseite man dann doch viele Leute unterwegs. Aber ihr könnt mir in die Kommentare reinschreiben, wenn es sich andersrum geht oder gegangen seid, wie das ist. Mein Helm habe ich immer dabei, es sind keine wirklich schwierigen Stellen jetzt drinnen. Also unterer Einser, selbstversichert, trittsicher muss man sein. 4 Stunden und 50 Minuten zum Dra war ich unterwegs. Ich schreibe es euch wie immer da unten rein. Und ja, also ich darf sagen, die kann man auch noch gehen, wenn ein bisschen Schnee liegt. Das geht auch noch. Muss man halt dann die Experience haben dafür. Und sonst ist es einfach eine super Herbsttour. Hütten haben wir schon immer offen, aber vom Panorama her ist das immer ein Daumen wert, das Ganze. So, wer bisher durchgehalten hat, ich sage merci. Für alle die, die neu mit dabei sind, die Abo-Button drücken, wenn es euch gefallen hat. Die Glocke aktivieren, dann verpasst kein Video mehr. Das Beste, was man einem YouTuber tun kann. Und dann bleibt mir bloß zu sagen, wir sehen uns im nächsten Video oder am Berg. Grüße gehen an alle die raus, die mich auf die Touren getroffen haben und an die ganzen Supporter. Macht's gut. Servus.